Die Helden befinden sich mittlerweile auf der 11. Stufe der endlosen Pfade von Ordnua. Die erste Gegnergruppe ist erledigt und jetzt geht's hier weiter. Wie sieht's hier aus? Da kamen sie her. Was ist da? Schatten, wieder so eine Schattenfalle. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Arik? Zurück? Zurück? Der ist garantiert nicht alleine. Nee, das war ja klar. Ja, jetzt muss ganz schnell was gegen die Schatten getan werden. Alle greifen den da an, grundsätzlich. Was ist denn los? Wieso steht denn Itumak da und blockiert alle anderen? Das verstehe ich nicht. Hier ist doch meilenweit Platz rundherum. Duranz, wir brauchen ganz schnell ein scheinendes Leuchtfeuer. Dort. Arek, krall dir den. Alot, Arcana-Angriff. Sagani, einmal reinbrennen. Jetzt rennt Duranz da vorne hin und lädt seine Arkebuse. Das verstehe ich nicht. Sowas werde ich nie verstehen. Aber die meisten Schatten sind schon weg. Alot, Arcana-Angriff. Duranz, heiliger Glanz. Arik treten, Sagani schießen, Alot, hier die Geschosse, Eder Attacke, Palegina Flammen der Hingabe und Attacke. Und Alot nochmal Attacke. Puh, Leute, lasst euch nicht so überrumpeln. Und jetzt zaubert dieser irre Priester ein scheinendes Leuchtfeuer. Oh Mann, was soll ich dazu noch sagen? Da fehlen mir die Worte. Geh in die Ecke, schäm dich. Da ist die Ecke. Schäm dich, schau an die Wand. So geht's nicht. Ja, Arik. Es gibt ein paar Geistesreste. 3 Stück. Schleich mal weiter. Hoffentlich kommen jetzt hier nicht nochmal Schatten. Was ist das hier? Hier ist schon alles zu Ende. Ah, die Mieze. Guckt neugierig. Hier ist was. Was ist das? Oh, ich finde einen Topaz und einen Trank der starken Erholung. Palegina, hast du sowas schon? Nee. Dann kommt das mal zu Alot. Der Edelstein kommt ins Versteck. Und hier ist eine große Dornenwand. Die aber nicht ansprechbar ist. Nö. Na, dann halt zurück. Was ich nicht benutzen kann, kann ich nicht benutzen. So einfach ist meine Welt. Arik, mal hier lang schleichen. Da sind wieder Pilze. Eder, schleich mal dahin. Palegina, schleich mal dahin. Alot, Duranz und Sagani. Ja, mal warten, bis die Nahkämpfer alle da sind. So. Und Arik darf mal schießen. Geht das? Das geht. So, bitte in den Nahkampf. Und hier kann ich wieder mal eine Flammenwand setzen. Da so lang. Duranz, bitte einmal segnen. Die ganze Bande hier. So, Arik steht so unglücklich. Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Arcana Angriff. Ach so, Alo, du solltest mal einen Schauernebel setzen, um die Puddinge einzufrieren. Sehr gut. Arcana Angriff. Mitten rein. Eder, ich glaube, du kannst in den Fernkampf gehen für den Moment. Attacke. Sagani schießt hoffentlich. Duranz hat gerade gar nicht so viel zu tun. Schießt auch. Bumm, getroffen. Arik, bitte einmal treten und zwar kräftig. Wumm. Attacke. Palegina, du kannst auch in den Fernkampf gehen. Und gemeinsam mit Eder mal auf so einen Pudding schießen.
So, das geht ja recht gut eigentlich. Sagani sucht ja auch einen Gegner. Genauso wie Duranz und Alot, Attacke. Bumm. Da kommt der nächste Pudding und bekommt gleich mal einen Fuß in die Weichteile. Rums. Arik treten dahin. Alle anderen, die nicht Arik heißen, schießen auf diesen Pudding. Arik tritt weiter. Und weiter. Und weiter. Was war denn das? Eine Falle, Todesring. Oh, da hinten muss eine Falle gewesen sein, die jetzt von einem der Puddinge aktiviert worden ist. Oh, Todesring, gar nicht gut. Palegina, Hand auflegen bei Are, ganz schnell. Duranz. Heiliger Glanz. Arek, du bist gefesselt, oder was? Palegina, befreiende Ermunterung. Arek, treten. Eder, Alot, Duranz, Sagani. Attacke. Eieiei, also die Falle war ja richtig böse jetzt noch am Ende. So, Arik. Ah, es hört auch auf, wenn ich nicht rumlaufe. Gut. Ja, Arik. Plündere mal. Ich finde 2x Tar und Ratara, 5x Feuchtspore, 4x Giftschleim. Nein, Giftplasma. Und ein bisschen Kupfer. Schleich mal. Hier gibt's also fiese Fallen. Vorsicht. Da ist noch so eine stationäre Sumpfspore. Ist die jetzt wirklich alleine? Das sind 2. Oh je. Naja, bei den Dingern kann man nichts anderes machen, als einfach drauf loszustürmen. Mach das mal. Attacke. Alle auf diesen Pilz. Alot? Wo ist denn Alot eigentlich? Ach, da steht Alot. Ah, ist ja gar nicht zu sehen. Da musst du laufen. Das geht so. Schießt, Leute. So, Nummer 1 wäre platt. Alle auf die da. Arek, du darfst auch mitmachen. Im Nahkampf. Attacke. Also alle greifen die da an. Und schießen. Sagani, du kannst mal so die guten Schüsse rauspacken. Und nochmal. Duranz. Heiliger Glanz. Duranz weg. Danke, Itumak. Das habe ich jetzt gerade noch gebraucht. Und auf die letzte. Arek, war bitte im Nahkampf. Alle greifen an. Nicht faul in der Gegend rumstehen. Das kann ich mir hier nicht erlauben bei diesen Viechern. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Schießt ihr eigentlich, ihr da unten?
Und ihr da oben. Bin mir nicht sicher. Alot schießt wie ein Weltmeister. Bumm. Oh, die löst sich ja auf. Schön. Ach, jetzt hört aber auf Alot zu schießen, Menschenskind. Der kriegt sich auch gleich wieder ein. Alle hören auf Alot zu schießen. Ist denn das so schwierig zu verstehen? Ja, Sargani schlug Alot bewusstlos. Ach, was rede ich, ihr Helden. Arik geht in den Nahkampf wieder. Eder geht in den Nahkampf. Alot geht auf den Zauberstab. Palegina in den Nahkampf. Durans geht in den Fernkampf. Sargani bleibt im Fernkampf. Und Alot, nein, Arik. Ah, was haben wir denn da? Ich finde, oh, einen einzigartigen Zauberstab namens Kardops Hasel. Den schaue ich mir gleich mit Alot an. Da gibt es noch einmal Feuchtsporen und hier einmal Diamant. Und hier noch einmal Feuchtsporen und da auch nochmal Feuchtsporen. Und hier hinten liegt wieder einer. Und der hat einen Trank der großen Ausdauer bei sich und ein bisschen Kupfer. Und das war hier jetzt alles in diesem Räumchen. Einen Raum gibt es noch. Aber vorher zu Alot. Alot, du hast ja hier einen außergewöhnlichen Zauberstab und jetzt hast du hier einen einzigartigen. Mal vergleichen. Also, beide sind schnell, Reichweite ist gleich, Unterbrechung ist gleich. Der Schaden ist ebenfalls gleich. Plus 10 Genauigkeit gegenüber plus 8 Genauigkeit. Gibt erschütternde Berührung bei kritischem Treffer. Das hat Alot schon. Ja, also der ist besser, der hat noch ein bisschen mehr Genauigkeit. Ihm fehlt der Schockenschaden. Den könnte ich ihm aber geben, theoretisch. Also ich lese mir erstmal durch, was das eigentlich ist. Gardop war ein Zauberer und ein Zauberstabmacher. Er war so genial wie exzentrisch, weshalb er Schwierigkeiten hatte, seine Werke zu verkaufen. Beispielsweise hatte er geschworen, niemals zwei Zauberstäbe von derselben Farbe zu fertigen. Der Haselstab war eine seiner mächtigsten Schöpfungen. Leider war er wie alles, was er je fertigte, ein Einzelstück. Ja, ist doch schön. Mehr als einen braucht Alot ja auch gar nicht. Die Qualität ist nicht mehr steigerbar. Ich habe nur noch 3 Verzauberungspunkte. Ich kann sekundären Schaden setzen, Schocken zum Beispiel. Da brauche ich Goldsellerie, allen, den ich habe. Ja, dann ist es halt so. Macht nur 2, dann hätte ich noch einen Punkt übrig. Tja, am besten würde ich was draufzaubern, was 3 Verzauberungspunkte hat. Oder 2 plus 1. Aber das habe ich gar nicht. Ich kann nur hier plus 2 draufzaubern und ich bleibe bei schockend. Also verzaubern. Und wenn ich jetzt nochmal vergleiche, dann hat Gardops Hasel eigentlich alles, was der außergewöhnliche Zauberstab auch hat. Bis auf die plus 5 Genauigkeit gegen Geist, die hat er nicht. Dafür hat er aber plus 10 Genauigkeit gewährt für einen Verbündeten, der das gleiche Ziel angreift. Ist auch nicht verkehrt. Und er hat nochmal die erschütternde Berührung. Ja, und er ist halt einzigartig. Deswegen Alot, herzlichen Glückwunsch zum neuen Zauberstab. Och, der ist gar nicht hässlich. Sieht aus wie ein Zweig, wie ein Haselzweig, ganz genau. Und der außergewöhnliche Zauberstab, der geht natürlich ins Versteck. Und wird verkauft. Ansonsten, bei euch ist alles in Ordnung. Eder, du kannst mal die beiden Tränke hier noch nehmen. Wie ich gerade feststelle. So, Helden. Arik voran. Es gibt hier noch einen Weg. Lauf den mal lang. Da ist eine Lupe. Oh, Falle. Vorsicht. Das hier habe ich gerade schon gelesen bei der anderen Lupe unten. Oh, da sind die nächsten Pilze. Tja, da kann ich die Falle ja eigentlich stehen lassen. Die tapsen durch die Falle durch, oder? Zumindest gerade eben in dem letzten, nein, in dem vorletzten Kampf ist ja einer der Puddinge in so eine... Oh, Katze, bist du wahnsinnig? Ist ja einer der Puddinge in
in die Falle getreten und hat den Todesring ausgelöst. Also lasse ich die Falle mal. Und die Helden stellen sich aber so auf, dass dieser griesgrämige Pilz hier nicht Gegner übernehmen kann. Was natürlich schwierig ist, weil ich glaube, der ist so wahnsinnig schnell. Da wird Arik gar nicht schnell genug wegkommen. Na, ich probiere es mal. Also Edea würde ich gerne dahin stellen. Ein paar Legina dahin. Arik eigentlich in die Mitte. Durans da irgendwo hin. Aber das wird wohl nicht gehen. Ich glaube, wenn Arik jetzt schießt, egal ob auf den Pilz oder auf den Waldlaurer, er wird sofort... Oh, die sind gar nicht feindlich. Aber ich mache sie feindlich. Er wird garantiert sofort übernommen. Und jetzt schnell um die Ecke. Ja. Es ist irgendwie ziemlich unmöglich, darauf zu reagieren. Jetzt steht Bruder Arik da. Wie lange bist du denn benommen? Beherrscht 8 Sekunden, es geht. Arik, nein, Arlot. Eine Flammenwand wäre hilfreich. Es ist sogar zu überlegen, ob ich die nicht so hier lang setze. Ja, setz die mal so. Durans, bitte einmal segnen. Sargani, setze mal dein Mal auf den, die das Menpvgra. Die da hinten blockieren sich gerade, weil die Menpvgra nicht weiterläuft. Das ist gar nicht schlecht. So, Arik, wie lange bist du noch von Sinnen? 4 Sekunden. Sargani hat ihr Mal gesetzt. Attacke. Der prügelt sich mit Arik. Ist in Ordnung. Palegina, du kannst in den Fernkampf wechseln, solange. Attacke auf die Menpvgra. Durans, mal ein paar Widerhaken setzen. Dorthin. Alot. Arkaner Angriff. Und nochmal. Menpvgra ist weg. Jetzt habe ich hier eine Windfäulnis. Alle Fernkämpfer Attacke, auch Ituma kommt dazu. Arik ist wieder bei Sinnen. Geht zurück. Und schießt im Fernkampf. Edea geht auch in den Fernkampf, wenn die nicht kommen wollen. Dann wird erstmal geschossen. Palegina. Ah, du kannst da schießen eigentlich. So, Windfäule ist erledigt. Durans braucht dringend Heilung. Heiliger Glanz. Palegina, kannst du ihm Hand auflegen? Da musst du ein Stück laufen. Na, ist egal. Alot, die da hinten wollen nicht. Geh du mal da so hin. Palegina, zurück da an die Front. Alot, dahin. Ich würde ganz gerne mal blitzen. Es geht nur so. Na, probier's mal. Durans, mach mal den Heilkreis. Okay. Das bringt nicht so wirklich viel. Alot, ich glaube, du musst diese abprallenden Fluggeschosse mal ausprobieren. Palegina im Fernkampf schießt. Arik im Fernkampf schießt. Edea im Fernkampf schießt. Durans macht einen Heilkreis. Sargani schießt. Itomak kann nichts tun. Ah, sehr schön. Die abprallenden Fluggeschosse machen durchaus ein bisschen Schaden. Jetzt kommt der Waldlaurer. Der müsste eigentlich angetapst kommen. Immer schön in der Flammenwand lang. Hurra. So, Edea, jetzt ist aber Zeit für den Nahkampf. Attacke. Arik ganz genauso. Attacke. So, hier. Alot. Angriff. Palegina kann im Fernkampf bleiben und schießen. Sargani. Schießen. Durans. Schießen. So,
Und jetzt Palegina auch in den Nahkampf. Palegina. So. Und alle Attacke. Bumm. Duranz tötet Waldlaura. Sehr gut. Jetzt mal hier einpacken. Ich finde zweimal erweckten Atra und einmal erwecktes Holz. Und da oben... Ja, da oben ist ein Pilz, das weiß ich. Finde ich einmal erweckten Atra und einen Dornenkranz. Das schaue ich mir gleich an. So. Geh mal zurück. Was ist das für ein Ring? Der Dornenkranz gibt Gewandtheit, Reflexe und 20 Verteidigung während Betäubung. Das ist schick. Für wen ist denn Gewandtheit besonders wichtig? Eigentlich für Arik, der hat aber schon 19. Der, Aktionsgeschwindigkeit. Ah, auch Sagani vielleicht. Sagani, was hast du denn am Finger? Du hast... Ah, das hier, das kann ich wegtun. Im Zweifelsfall. Sagani, leg den mal an. Was sagen die Werte? Plus 1 Gewandtheit durch die Handschuhe der Manipulation werden unterdrückt. Das ist in Ordnung. Ja, aber die zwei Mechanik, die brauchst du ja gar nicht. Man kann Sagani die mal ablegen. Die kommen zu Arik. Nochmal schauen. 5 Reflexe vom Dornenkranz werden unterdrückt, weil Fulvanus Amulett das schon hat. Plus 15% Healing Receive. Das ist eigentlich auch Käse dann. Das kannst du eigentlich wegnehmen. Fulvanus Amulett. Und dir aus der Grabbelkiste was anderes aussuchen, was du am Hals trägst. 5 Abwehr zum Beispiel. Was hätte ich hier noch? Maximale Ausdauer. Verteidigung gegen Zauber. Ja, ach, probier das mal. Jetzt dürfte nicht mehr so viel unterdrückt sein. Und der Ring müsste wirken. Ja, die Gewandtheit ist gestiegen um 3 Punkte. Jawohl, sehr gut. Prima. Dann kann Sagani ein bisschen schneller schießen, glaube ich. Und mit diesem schönen Ring ist hier erstmal Schluss und weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin!